Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Hallo und herzlich willkommen und wir haben schon wieder April. Es ist unglaublich. Bei mir im Studio ist heute Barbara Brüssler. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Brigitte. Und wir haben noch jemanden in der Telefonleitung, sozusagen unseren Telefonjoker, weil die Barbara nämlich diese eine Reportage, über die wir sprechen wollen, gar nicht selbst geschrieben hat, sondern am Telefon habe ich Claudia Klein. Hallo. Hallo. Claudia, du bist bei Missio gewesen und hast dich vom Acker gemacht. Ja. Vor einigen Jahren schon, habe ich gehört, ja, oder? Ja, ja, ja. Aber sie hatte einen legitimen Grund. Sie hat geheiratet und musste weg. Nun ja, aber du vermisst die Leute hoffentlich noch ganz fürchterlich. Ja, also es ist natürlich, es war für mich eine sehr intensive Zeit, gerade wenn man auch so Länder sehen kann und dann natürlich auch, also was für mich immer wichtig war und warum ich auch damals so froh war, als man mir die Stelle angeboten hat, dass man einfach hinter diesen Vorhang gucken kann, den man immer so präsentiert bekommt. Man bewegt sich halt nicht auf den Touristenfaden. Und das ist halt einfach, man kann halt wirklich mit den Menschen ins Gespräch kommen und hört halt deren Meinungen und lernt die kennen. Für mich war das immer eigentlich immer nur eine Bereicherung. Dann bist du ja genau bei unserem Podcast absolut richtig gelandet, dass du es nochmal erzählen kannst. Wo rufen wir dich eigentlich an? Ich bin jetzt hier in Porta Westfalica, das ist an der Grenze zum Wien- und Wesergebirge. Also in der Nähe Bielefeld-Hannover-Raum. Nordrhein-Westfalen. Ach, ist es noch Nordrhein-Westfalen? So gerade ja, eben der noch. Zipfel, gell? Ja, genau. Aber näher zu Hannover als zu Düsseldorf. Ja. Okay, wir reden nachher ein bisschen mehr, aber du hörst uns einfach schon mal zu. Und wenn irgendwelche Sachen dabei sind, wo du gerne nachfragen möchtest, darfst du das natürlich gerne tun, wo du sagst, Mensch, Barbara, das habe ich aber ganz anders in Erinnerung. Okay. Gut. Wir fangen übrigens immer mit so einem Spielchen an. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Wir haben nämlich immer drei Stichworte am Anfang. Und die Barbara guckt schon ganz entsetzt, weil sie immer sehr, sehr lange darüber nachdenkt, welche Stichworte da kommen. Vielleicht, wenn ihr nur zwei einfallen, vielleicht magst du ein drittes geben. Okay. Dann übernehme ich zwei. Das ist gut. Ich fange mal an mit Elfenbein und Kupfer. Rote Mützen. Mhm. Wow, ich habe ja die Reportagen vorher gelesen, also mit Elfenbein und Kupfer kann ich viel anfangen, aber auf die roten Mützen bin ich wirklich gespannt. Kriege ich schon irgendwie einen Hinweis? Tracht. Ah, okay. Dann weiß ich so ein bisschen was, weil wir reden heute so ein bisschen über das Bilderbuch Afrika. Das habt ihr beide nämlich in Sambia gefunden. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich weiß, dass in Sambia schon sehr, sehr lange Kupfer abgebaut wird. Elfenbein hat natürlich mit den Elefanten zu tun, die übrigens meine Lieblingstiere sind. Die roten Mützen, also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf die Erklärung. Aber damit wir so ein bisschen wissen, was das überhaupt für ein Land ist, kommen jetzt erstmal die Länderinfos. Die Republik Sambia ist ein Binnenstaat im südlichen Afrika. Der Name leitet sich vom Fluss Sambesi ab, der durch den Südwesten des Landes fließt. Zu Kolonialzeiten hieß Sambia Nordrhodesien. Das Land hat mehr als 18 Millionen Einwohner. Mehr als 95% der Einwohner sind Christen. Der römisch-katholischen Kirche gehören 20% der Bevölkerung an. In den vergangenen Jahren gab es in Sambia ausgeprägte Dürren. Die Erntemengen gingen zurück. 80% der Bevölkerung sind in der Landwirtschaft beschäftigt. Weitere 14 im Bergbau. Bereits seit dem Jahr 1000 nach Christus wurde hier Kupfer abgebaut. Heute sind auch zahlreiche Kohleminen in Betrieb. Eine Besonderheit ist die Westprovinz an der Grenze zu Angola und Namibia. Sie hieß ursprünglich Barotseland und hat einen König. In den letzten rund 15 Jahren hatte sich die Lage der Menschenrechte im Land verschlechtert. Seit Hakainde Hichilema bei den Wahlen 2021 zum Präsidenten gewählt wurde, geht es wieder bergauf. Er setzt jetzt besonders auf den Ausbau des Bildungs- und Gesundheitssektors und hat 30.000 Lehrer sowie 11.000 Krankenpfleger und Ärzte neu eingestellt. Ja, interessantes Land. Und das allererste, woran ich immer denke, wenn ich an Afrika denke, sind tatsächlich Elefanten, meine absoluten Lieblingstiere. Du hast ja auch schon Elfenbein gesagt. Hast du jetzt tatsächlich auf so einer Reise mal Elefanten gesehen? Weil normalerweise kommt ihr ja nie zu diesen ganzen Tourismus-Hotspots.
Doch, doch. Ab und zu sehen wir schon auch Tiere und gerade in Sambia und bei dieser Reise habe ich tatsächlich nicht allzu viele, aber 2 oder 3 Elefanten gesehen. Aber du warst nicht auf so einer Safari mit Guide ich, nein, und nein, nein, durch wir waren, die... Nein, wir waren nicht auf einer Safari, aber wir hatten ja zu tun mit dem Thema Safari. Also wir haben sozusagen die Menschen besucht und waren mit einem Priester unterwegs, der sich um die Leute kümmert, die ganz, also in dieser Pufferzone außen herum um den Nationalpark am unteren Sambesi leben und eben mit den Tieren, die teilweise hungrig den Park verlassen, dann auch zu tun haben. Das musst du jetzt vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Also es gibt diese Nationalparks, da wo die Touristen immer hinfahren und mit ihren Jeeps da durchgeschüttelt werden und ganz viele Tiere sehen können und die können auch raus, die Tiere. Es gibt keinen Zaun drumherum. Genau, die Nationalparks sind ja teilweise so riesig, dass man die gar nicht einzäunen könnte. Mhm. Im Prinzip ist das ein bisschen das Problem. Also das Land des Nationalparks ist dann nur für die Tiere da. Darin darf natürlich auch nicht gejagt werden. Das ist ja eine Schutzzone. Aber dann gibt es eben auch diese Übergangszonen, wo Mensch und Tier so zusammen existieren sollen. Und das ist natürlich konfliktträchtig, weil wir haben dort erlebt, wenn dann der Mais reif ist, dann riechen es die Tiere und dann gehen die halt mal auch aus ihrem Nationalpark, wo so das normale Essen ist, gerne raus und schauen auf die Felder der Bauern. Und für die Bauern ist das natürlich dann fatal. Also rundherum wohnen Bauern, die auch nicht von dem Tourismus profitieren und einfach Bauern sind. Doch, die profitieren teilweise auch von dem. Das ist eben diese Übergangszone, ist die sogenannte Pufferzone. Also da wohnen Leute, die vielleicht auch in den Nationalparks kellnern, in den Lodges oder sowas. Die da kellnern, die teilweise auch Wachmannpositionen haben, die auch von dem ganzen Tourismus und leben. Deshalb auch in der Nähe wohnen. Deshalb in der Nähe ihr wohnen. Ihr Land haben. Genau, und da eben auch in kleineren Stile meistens dort Landwirtschaft betreiben. Es gibt dann auch etwas größere Farmer und weiter im Landesinneren gibt es natürlich auch ganz große Farmen in Sambia. Aber diese kleineren Bauern, die eben teilweise mit dem Tourismus, teilweise mit dieser kleinen Landwirtschaft zu tun haben, die waren da. Aber du nennst das Ganze immer Pufferzone. Hat es auch nochmal irgendwie rechtlich eine andere Stellung als das Land dann noch eins weiter draußen sozusagen? Ja, naja, es ist eben geregelt, dass dort teilweise Tiere auch erlegt werden dürfen, was im Nationalpark komplett verboten ist. Da gibt es aber bestimmte Regeln und diese Ranger, die dann von der Wildtierbehörde von Sambia sozusagen auch beauftragt und bezahlt sind, die überprüfen das. Aber wie sehen denn die Leute, die da in dieser Pufferzone wohnen, tatsächlich diese Nationalparks und diese ganzen Restriktionen oder alles, was der Staat für diesen Nationalpark und für die Tiere tut? Also grundsätzlich ist es schon so, das haben uns auch alle gesagt, dass sie schon wissen, dass die Tiere und die Schönheit der Natur und alles, was da ist, auch die Touristen, die dann kommen, um sich das anzuschauen, das ist ein hoher Wert. Allerdings ist es natürlich konfliktträchtig. Auf der einen Seite hast du da diese riesige Landschaft, in der dann auch die Menschen nicht siedeln dürfen. Die hat ihnen ja auch vorher gehört. Die wurden ja quasi da aus dem Nationalpark herausgesiedelt in diese umgebenden Zonen, wo dann die Menschen wieder ihre Felder haben. Aber das ist natürlich erstmal so eine Sache. Du verlierst Land, du musst da raus, da sind die Tiere. Dann siehst du, da kommen Touristen, vor allem aus den USA, aber auch aus Europa, die mit viel Geld sich ihre Lodges mieten, wo du ab $200 in der Nacht und aufwärts mit dem Schnellboot über den Sambesi anreist, dich dann da einmietest und dann deine Touren machst. Es ist natürlich ein ganz anderes Leben als die Mais und Maniok und was auch immer anbauen und dann schauen müssen, dass die Tiere die nicht abfressen. Also es hat so beide Seiten. Aber der Reichtum, darauf sind sie natürlich auch stolz auf die Natur. Also es ist nicht so, dass wir da Leuten begegnet wären, die gesagt haben, den Nationalpark brauchen wir nicht. Es ist halt dieser Konflikt, der da ist. Und wie lösen die das jetzt? Ihr habt ja immer tolle Leute da, die irgendwie es schaffen, da einen Weg zu finden, dass alle besser leben können. Wir haben, zumindest in diese Zone haben wir einen Priester namens Paul Sakala begleitet. Und das war eine sehr interessante Geschichte. Wir kamen aus Lusaka, das ist die Hauptstadt von Sambia, eine ganz moderne, tolle Stadt. Und man glaubt es kaum, wenn man da 2 Stunden mit dem Auto ins Landesinnere fährt, dann verändert sich alles. Also dann ist man tatsächlich in einer natürlichen Umgebung und die Straßen sind unbefestigt. Du denkst, du bist wirklich
hat mit der Stadt einfach überhaupt nichts mehr zu tun. Und mit dem Father Paul, der kann da auch nicht immer hinfahren, in seine Außenstation, denn wenn es regnet, sind die Straßen überschwemmt, da kommt dann gar niemand mehr hin. Und an dem Tag sind wir da mit ihm losgefahren und er sagte uns schon, das ist wichtig, dahin zu kommen, da seht ihr die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir versuchen, den Menschen dort zu helfen, dass sie sich auch ein Leben erwirtschaften können, dass sie aber auch akzeptieren, dass die Wilderei nicht überhand nimmt und so weiter. Das war so ein bisschen die Herausforderung. Und dann kann ich mich noch genau erinnern, wir kamen an in so einem Haus, wo er ganz eindeutig, der Priester, auch schon länger nicht mehr war. Und das Erste, ich musste ihm eine Enttäuschung bereiten. Er hatte nämlich in so einer Wanne und ein bisschen Wasser einen, für mich war es ein Truthahn. Entweder es war ein riesiges Huhn oder es war ein etwas kleinerer Truthahn, wie auch immer. Es lag ein Tier ohne Federn. Tot. Tot. Okay. Und noch nicht gebraten. Ich habe jetzt gerade so Horrorvision. Ich war jetzt noch bei Fotosafari. Nein. Und das war offensichtlich gedacht, dass wir das essen würden. Und der Vater Paul dachte, ich bin vielleicht eine begnadete Köchin und sagte als erstes zu mir, dass ich den mal braten könnte. Und jetzt ist es so, ich war komplett überfordert. Ich habe dann mit dem Fotografen, mit dem Jörg, der dabei war, diskutiert. Der Jörg sagte dann, er hätte schon mal eine Hühnersuppe gemacht, die sei ihm doch ganz gut gelungen. Aber die Dimension, wie groß war dieses Tier? So groß wie das Backrohr, oder? In meiner Erinnerung war es riesig. Und dann haben wir hin und her getan, ob man das nicht an die Frauen aus dem Dorf übergeben könnte, wie auch immer. Der Truthahn war dann irgendwann weg. Wir haben ihn auch nicht mehr gegessen. Wir haben dann recht viel Toast mit Erdnussbutter gegessen die nächsten Tage. Der war verschwunden. Ach so, es war so geplant, dass du den dann zubereitest und ihr das über mehrere Tage verteilt esst. Genau, in immer neuen Variationen. Dass der als Ration. Wie kommt der darauf? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob er das so genau wusste oder ob jemand da für ihn gedacht hatte und ihm das ins Wohnzimmer gestellt hatte. Wie auch immer, wir haben es nicht geschafft. Dann hat er uns, es waren tolle Begegnungen. Dann sind wir in dieses Dorf, Chiava heißt es, sind etwa 20.000 Menschen, die da in dieser Region gelebt haben. Und wir haben sehr schnell begriffen, worum es da eigentlich geht. Denn wir kamen zu einem Ehepaar, das kaum geschlafen hatte. Das hat man denen regelrecht angesehen. Und die haben uns erzählt, sie haben die ganze Nacht wach gelegen. Der Mais ist reif, sie wechseln sich ab, sie wecken sich gegenseitig wieder auf. Einer muss mit dem Gewehr da liegen und schauen, wenn die Elefanten kommen, dann gibt der Warnschüsse ab und vertreibt die. Weil die kommen. Aber immerhin nur Warnschüsse. Warnschüsse, ja. Später auf der Reise haben wir dann tatsächlich in einem anderen Feld das Gerippe eines Elefanten gesehen. Stimmt, aber, da war dieses eine Bild. Also. Ja, in dem Fall, die haben gesagt, sie versuchen auch alles. Sie versuchen mit Fackeln, alles mögliche Zeug wird angezündet, Chili, weil das angeblich so einen Geruch verursacht, den die Elefanten nicht mögen. Aber die Elefanten gewöhnen sich und finden ihre Mittel und Wege. Die sind schlau und die kommen wieder. Und das Problem ist auch, die haben einfach sehr alte Routen, die sie auch immer gehen. Die wissen natürlich nicht, wo der Mensch die Grenze des Nationalparks gezogen hat und sie riechen das. Ich wollte gerade sagen, wenn da auch noch extra Leckerlis angepflanzt werden. Genau, dann wären sie ja blöd, in ihrem Park zu bleiben. Verwirrend. Wie auch immer, die Bauern hatten wirklich ihre großen Schwierigkeiten, denn für die geht es auch ums Überleben. Das ist einfach so, die können sich auch nicht die Ernte vernichten lassen von den Tieren. Und haben da, die waren beide schon nicht mehr ganz jung, die gingen an die 60 und lagen da wirklich. Der eine, der hat uns das gezeigt, wie er sich da auf seinem erhöhten, er hat sich so einen Hochsitz quasi gebaut, hat sich da hingelegt und wirklich schaute, dass er wach bleibt, wenn er nicht mehr kann, weckt er seine Frau. Und so ging das die ganze Nacht. Und das war nicht der Einzige, das haben uns dann mehrere erzählt. Über welche Zeit geht das dann? Also wir waren im März da und dann im März, April ist so die Reifezeit, die Erntezeit dann auch, bis die ihre Ernte eingefahren haben. Da müssen sie also das wochenlang machen. Quasi. Wochenlang geht das. Und dann kommen die Touristen und dann haben sie auch wieder andere, aber die Ernte brauchen sie, von der Ernte sind sie abhängig. Das ist eben die Frage für mich, warum sind die so abhängig von der Ernte, wenn doch so viele Touristen direkt bei denen vor der Haustür sind? Ja, weil doch nicht alle im Tourismus Beschäftigung finden. Also das ist auch ein Entweder-Oder.
Sambia ist trotzdem ein landwirtschaftlich geprägtes Land. Und die Bauern dort sind es auch seit Generationen. Die haben ihre Felder, die würden jetzt nicht aufhören, ihre kleinen Äcker dort zu bepflanzen. Das machen sie nicht. Und eben der Tourismus ist auch ein Monatsgeschäft. Der beginnt so im April, dann ist der ein paar Monate bis November, dann regnet es wieder. Also die sind einfach davon abhängig, mehrere Standbeine zu haben. Also kein tariflich organisiertes Arbeitsverhältnis mit Lohnfortzahlung bei Krankheit und automatischen Lohnerhöhungen bei fortschreitendem Alter. Mm-mm. Nichts davon. Und dann kam in dem Fall dazu, daran erinnere ich mich noch gut, dass Sie erzählt haben, dass Sie 6 eigene Kinder haben, aber im Prinzip für 18 Kinder zuständig sind. Ups. Und das liegt dran, dass gerade in Zentralafrika oder im südlichen Afrika das ganz oft eben Verwandte, die ihre eigenen Kinder nicht ernähren können oder wo es einen Todesfall gab oder so, dass selbstverständlich die Kinder auch zu den anderen geschickt werden und die nimmt man auch auf. Und der hatte einfach Kinder oder junge Menschen mit zu versorgen, die einfach noch nicht auf eigenen Beinen stehen konnten, die aus dem Verwandtenkreis kamen. Die HIV-Rate ist auch noch sehr hoch. Extrem hoch. Genau. Ne? Wahrscheinlich sind so einige davon auch AIDS-Waisen. AIDS-Waisen oder andere Dinge, wo vielleicht eine Frau auch im Stich gelassen wurde vom Ehemann, der sich vom Acker gemacht hat, kann man sagen. Und dann muss sie allein das Geld verdienen. Das geht nicht mit mehreren Kindern. Und dann wird ein Kind auch mal zu einem Verwandten, dem es ein bisschen besser geht, geschickt. Und das hat Vorteile, weil es natürlich eine Solidarität ist und alle irgendwie überleben können. Hat natürlich aber auch die andere Seite, dass wenn man ein bisschen mehr erwirtschaften kann als das Existenzminimum, dann kriegt man viel Besuch von anderen und das ist schon alles wieder verloren. Das hat so beide Seiten. Diese beiden haben jetzt also seit Wochen da Wache gehalten in diesen Maisfeldern. Haben sie ihre Ernte retten können? Die haben in diesem Jahr ihre Ernte retten können. Ob das immer gelingt, das weiß ich nicht. Aber das ist gut gegangen in dem Fall. Und für wen es nicht gut gegangen ist, den haben wir dann eben an anderer Stelle gesehen. Das war eben dieses Elefantengerippe. Und da war es nämlich so, da ist ein Elefant tatsächlich ins Maisfeld eingedrungen. Und der wurde dann letztendlich erschossen von dem Ranger, also von dem Aufseher, der dafür zuständig ist. Der hat den aber, da haben sich auch dann die Bauern wieder beklagt, der hätte den 3 Tage wüten lassen. Der hat erst versucht, den zu vertreiben. Das Tier war renitent und letztendlich wurde der erschossen. Also ein Ranger, der bei dem Nationalpark angestellt ist, der versucht dann erstmal dieses Tier zu retten natürlich. Genau. Das Tier ist ihm wichtiger als die Ernte. Und dann hat es doch erschossen, weil irgendwann die Menschen dann doch in Gefahr waren. Weil die in Gefahr sind. Es gibt sehr, sehr viele Unfälle mit Elefanten. Da ist es dann oft so, das haben sie uns erzählt, dass gerade die Lodge-Besitzer dann oft helfen und auch Verletzte irgendwo hinfahren. Das größere Krankenhaus ist nicht in dem winzigen Ort, sondern da verletzte Menschen. Also es ist nicht ganz ungefährlich. Flusspferde, Elefanten auch. Andere Tiere, da passiert doch einiges. Und das ist eben so ein Fall, wenn man einen wütenden Elefanten im Maisfeld hat, möchte man sich nicht in der Nähe aufhalten. Nee, ich habe einmal einen wütenden Elefanten gesehen und mein Jeepfahrer hat ganz, ganz schnell den Rückwärtsgang eingelegt und war sehr schnell wieder in dem aus dem Einzugsgebiet von dem Elefanten. Also es war sehr eindrücklich. Ja. Also die Ohren nochmal so aufgestellt. Ja. Ja, die sind schon groß. Also wenn man dann da direkt nebenan wohnt, nicht so lustig. Aber du hast auch geschrieben, dass das Land, also dieses Land rund um diesen Nationalpark gehört offensichtlich diesen Kleinbauern noch, aber das ist auch sehr begehrt bei Investoren. Ja, also dieses Land ist eigentlich Eigentum des Clans. Das ist noch Clanland. Auch der Nationalpark gehört zum Clanland. Und wir haben auch die Clan-Chefin kennengelernt, weil unser Begleiter, der Father Paul, eben sozusagen sein Häuschen, das er dort bewohnt hat, von der Clan-Chefin auch mietet. Und zunächst mal bei ihr vorgesprochen hat und da auch willkommen geheißen wurde, da überhaupt da zu sein. Und dort wurde uns erzählt, dadurch, dass es Clanland war, ist es ein bisschen geschützter. Wäre das reines Regierungsland, dann wären die Investoren, die wir dann auch persönlich lustigerweise auch noch gesehen haben, die eben auch Schlange standen, diesmal bei der
Clan-Chefin sozusagen. Also beschreib mal, wie die aussahen. Also hatten die irgendwie Anzüge an? Die kamen aus Zimbabwe und aus Südafrika und es waren Weiße. Die hatten ganz normale Khaki-Klamotten an, trugen ihre Sonnenhüte. Insgesamt war das eine witzige Geschichte, weil wir dabei sein durften. Wir durften es nicht fotografieren, da galt Fotoverbot. Das war von Jörg natürlich schlimm. Von wer hat das verboten? Ja, die Clan-Chefin. Und die thronte eben und hat empfangen an dem Tag. Die kriegt natürlich... Der arme Jörg. Ja, das war schlimm. Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, so fast als sehe ich das Bild vor mir. Das war nämlich so, die Clan-Chefin saß auf so einem weißen, auf dem Plastikstuhl, der die Welt sozusagen in allen Teilen... Plastikstuhl, den man überall sieht, diese Schalen. Rechts, so. Diese Schalen, rechts und links jeweils ein Berater. Und an dem Tag waren ja nur 4 oder 5 mögliche Investoren da. Und sie hat uns später erzählt, die kommen immer, es ist so begehrt, es ist vor allem das Land da am Sambesi direkt begehrt, um neue Lodges zu bauen. Ja, klar. Und, ja, und ihr, das ist eine Goldgrube, wenn man das machen kann. Ihr Wunsch ist natürlich, sie möchte Entwicklung. Es war eine moderne Frau, die weiß auch, dass man Arbeitsplätze braucht und dass es Krankenhäuser braucht und Schulen und all das wusste die. Aber sie will ein bisschen ins Landesinnere. Das Problem ist, dieser Nobel-Tourismus möchte eben im Schnellboot über den Sambesi fahren und dann direkt an der Lodge und möchte diesen Blick der untergehenden Sonne auf den Fluss. Und, ist ja auch schön, ne? Ja. Und naja, gut, so hat sie das verhandelt. An dem Tag hat sie kein Zugeständnis gemacht. Wir haben nachher noch gefragt. Aber das Lustige war eigentlich, um überhaupt ins Gespräch zu kommen, muss ein jeder, der zur Clan-Chefin geht, eine besondere Art, eigentlich Verrenkung würden wir sagen, einer gymnastischen Übung nachmachen. Und da gibt es so einen Berater, der das vormacht. Und dann muss jeder von auswärts Angereiste das versuchen nachzumachen. Was ist das für eine Übung? Ja, das waren so sonderbare, Kniebeugen, Rumpfbeugen, eigenartige Armbewegungen. Also für uns sehr, sehr lustig, aber die Investoren, die kannten das schon. Die wussten das und haben das auch. Ohne die Miene zu verziehen, haben die das nachgemacht und vor allem unbewegt, aber... Ja, schon hat sich genau angeschaut, saß die Clan-Chefin da. Und das ist erstmal, die wollte, dass man sich an ihre Regeln anpasst. Darum geht's. Also die hat das abgefordert, wohl wissend, dass das nicht der Handschlag ist, den wir so gewohnt sind. Aber die wollte, dass wenn man zu ihr kommt, weiß, da gelten ihre Regeln. Genau, also wer ist der Chef? Genau. Aber wenn die schon einen Teil des Landes verkauft haben, ich denke da ja immer irgendwie so mit meiner westlichen Brille. Das ist jetzt ein etwas schräges Bild, aber du weißt, was ich meine. Wenn die einen Teil des Landes schon verkauft haben, können die nicht einfach da, wo es jetzt noch schön ist, selber Lodges bauen und davon profitieren? Das wäre doch irgendwie im Sinne ihres Clans, oder? Das wäre alles im Sinne und das wäre auch im Sinne von Sambia, wie bei anderen Fragen, wenn man dran denkt, dass Sambia ja insgesamt ein wahnsinnig ressourcenreiches Land ist. Wir haben vorher das Stichwort Kupfer erwähnt und andere Dinge, die das sind, große Reichtümer und dafür trotzdem bitterarm. 60% der Menschen unter der Armutsgrenze. Es liegt natürlich daran, dass erstmal das Geld nicht da ist, um selbst zu investieren. Es braucht Investoren von außen. In der Corona-Zeit war Sambia pleite, bankrott, Staatsbankrott. Stimmt. Es war das erste Land des Staatsbankrotts. Also das ist ja auch immer eine der Fragen, wenn es um diese Initiative des Erlassjahres geht. Diese Schulden, die Länder wie Sambia ja komplett niederdrücken, wo es ja gar nicht möglich ist, vorwärts zu kommen. Also das sieht man dort ganz genau. Sambia ist so das Beispiel für ein eigentlich unglaublich reiches Land, in dem die Menschen trotzdem sehr, sehr arm sind. Und das war natürlich in der Region, die wir da gesehen haben und wo es jetzt um Elefanten ging, war das so. Aber das war auch, wir kamen aus Tansania. Die Claudia wird ja noch mehr erzählen zur Mine. Aber wir kamen auch aus Tansania und ich hatte dort eine Reportage in der großen Goldmine von Geita gemacht. Es war ungeheuer beeindruckend, da rein zu können und zu sehen, wie Gold mit Natriumcyanid abgebaut, also erst abgebaut und dann ausgewaschen und so weiter wird und dann ausgeflogen nach Südafrika direkt. Also das sind die großen Fragen, die dort sind. Also grundsätzlich ein sehr, sehr reiches Land. Ist es wieder Misswirtschaft? Ist es Klimawandel? Ist es Nachwirkung der Kolonialzeit? Ich denke jetzt, viele afrikanische Länder und Sambia ist ja eins davon, die haben längst verstanden, dass es nicht gut ist, die Rohstoffe nur auszuführen und dass die Wertschöpfung im Ausland stattfindet. Und die versuchen das. Und das ist die große Entwicklung, die die Zukunft bringen wird, dass man versuchen wird, auch
die Weiterverarbeitung auf afrikanischem Boden stattfinden zu lassen und selbst von dem Wohlstand was zu haben. Ansonsten ist es eine Kombination von vielem. Teilweise sind es Eliten, die selber reich sind und andere arm lassen. Teilweise sind es die enormen Schulden, von denen wir gerade gesprochen haben, wo es einfach nicht möglich ist, sich rauszuarbeiten. Dann ist es, wenn wir zurückgehen zu diesen Bauern in Chiaba, wo wir bei den Elefanten waren, dann ist es auch dieses Phänomen, was ja wunderschön ist, der großen Solidarität in der Großfamilie. Da sagte uns dann auch, wir haben einen weißen Farmer dort auch besucht, den David Wisser, an den erinnere ich mich toll, dessen Gastfreundschaft wir genießen durften, weil er ein Freund von Father Paul Sakala war und der hat uns damit hingenommen. Und der hat uns gesagt, die meisten schaffen es aus dem Grund nicht aus der Armut. Kaum haben sie was, klopft der Nächste an. Okay, also meine These mit dem, dann verkaufen wir ein bisschen Land und bauen davon selber Lodges, funktioniert die nicht, funktioniert weil dann nicht. Eben... Genau, das ist wahnsinnig schwierig. ...viele Anteil daran haben wollen. Und das hat mich, das weiß ich auch noch, als wir bei dem Davy Wisser saßen, der hatte seine Farm, das war dann eine größere Farm, da geht es dann nicht um das kleine Maisfeld hinter dem Haus, sondern der hatte wirklich mehr Land, hatte das Elefantenproblem auch. Mhm. Auch bei ihm wird der Mais reif und die Elefanten riechen den und kommen. Und er hat uns einfach gesagt, man muss hier damit rechnen. Einen Teil der Ernte wird man durch die Tiere verlieren. Das muss eben kalkuliert sein. Und das war sehr, sehr interessant, weil der hatte seine Farm auf einem Berg obendrauf und man sah über den Sambesi hinüber nach Simbabwe. Der war nämlich eigentlich aus Simbabwe. 2005 musste der da raus, weil Mugabe ja mit seiner schrecklichen Art, die Weißen damals den Hass zu schüren, die Weißen zu enteignen, die mussten dann wirklich hat eine dramatische Geschichte erzählt, wie das war, als sie die Habseligkeiten genommen haben und da raus sind. Und da war so eine Wehmut zu spüren, als wir da saßen. Das werde ich auch nicht vergessen, den Moment. Und ich habe jetzt versucht herauszufinden, ob der vielleicht wieder zurück ist nach Simbabwe. Mhm. Und ich habe jetzt mal die alte E-Mail, habe ich gerade heute früh noch gefunden. Sonst hätte ich jetzt schon vorher geschrieben und könnte es hier erzählen. Aber ich mache das jetzt noch. Denn viele sind ja, seit Mugabe tot ist, sind ja viele der Enteigneten aus Sehnsucht nach ihrer Heimat, die sie auch als ihre Heimat empfinden, nach Simbabwe zurückgegangen. Wann warst du genau da? Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, ne? Das ist jetzt eine Weile her. Wir waren im März 2014. Also in Tansania und in neun Jahre ist das her, genau. Da war Mugabe noch am Leben. Ja, genau. Der hat ja sein Amt genossen, wie wenig andere. Ich glaube, er war der älteste aller Machthaber, der dann letztendlich ist er ja in Singapur ist er damals verstorben. Der war dann an Krebs erkrankt und war dann weg. Aber dieser Farmer hatte sich dann quasi nochmal neu aufgebaut, genau. Auf der anderen Seite des Zambezi River. Ja, ja. Und hatte dort... Hatte Heimweh. Vielleicht hat er auch eine Heimat gefunden, wie auch immer. Ich werde es vielleicht bei nächster Gelegenheit, wenn ich da bin, kann ich diese Information nachliefern. Es ist auch irgendwie für euch, glaube ich, ganz witzig, wenn ihr dann vor so einem Podcast dann nochmal alle Unterlagen wieder durchwühlt. Wie war das denn dann noch? Und ihr schreibt ja tatsächlich manchmal die Leute noch wir an. Wir schreiben und fragt, noch an. Wie geht's denn heute? Wo sind sie? Der Father Paul ist noch in Lusaka, das weiß ich. Und Missio fördert verschiedenste gute Projekte für die Menschen in Sambia. Da sind wirklich die Kontakte am Bestehen. Aber natürlich so kleine Begegnungen, die wir so am Rande haben für Reportagen. Da muss man, oder manchmal sagt man dann einfach Hallo. Man schreibt eine E-Mail. So, übrigens hat man an dich gedacht, genau. Weil wir reden im Podcast über dich. Hör doch mal rein. Ich gucke einfach bei den Analytics hinterher, ob jemand in Sambia reingehört hat. Ja. Kann man nämlich sehen, finde ich immer total nett. Ja. Also er hat da eine Farm, schaut in den Sonnenuntergang, so wie alle Touristen das gerne hätten, schaut über seine eigenen Felder. Es ist irgendwie jenseits von Afrika oder irgendwas, also so richtig schön Klischee. Und genau damit gehen wir jetzt auch rüber zu Claudia Klein. Hallo, kannst du uns noch hören? Ja, genau, noch hast, dabei. Ja, hast noch fleißig zu. Weil du hast so ein anderes Bilderbuch Afrika auch in Sambia gesehen. Ich habe die Reportage gelesen. Mhm. Da gibt es fröhliche, bunte Menschen und einen waschechten König. Also wer war das und wann war das und warum war das? Ja, das ist eine ziemlich interessante Geschichte gewesen. Ich hatte damals mich auch über Sambia informiert und bin dann über ein Fest gestolpert, das heißt das Kuomboka-Fest.
Das findet im Barotseland oder in der Westregion von Sambia statt, am Sambesi. Da gab es damals tatsächlich oder gibt es noch eine Region, die sich Barotseland nennt, die einen König hat, den sogenannten Litunga. Und die machen einmal im Jahr, nämlich immer dann, wenn der Sambesi anschwillt, also wenn der Hochwasser führt, machen die ein großes Fest, das Kuomboka-Fest. Das heißt, Kuomboka heißt übersetzt aus dem Wasser kommen. Das ist das Fest, wenn der König seinen Hofstaat zusammenpackt und von den niedrig gelegenen Regionen vom Sambesi in die höhere gelegene zieht, damit er nicht überflutet wird von dem Sambesi. Okay, und also das macht er jedes Jahr? Genau, das macht er jedes Jahr. Also der zieht dann, seine Residenz ist in Lea Lui, heißt die. Mhm. Also der hat tatsächlich ein zweites Haus dann. Der fährt nicht einfach nur so ein bisschen rum, sondern der zieht um für die Zeit. Ja, genau, der zieht dann komplett um. Der zieht nach Limulunga, heißt das, der andere Ort. Und das passiert dann ganz traditionell mit einer großen Holzbarke, die ist dann weiß-schwarz gestreift. Seine Königin hat auch eine große Holzbarke. Eine eigene? Ja, die hat eine eigene. Also zuerst fährt der König über den Fluss und dann hinten dran kommt dann die Königinnenbarke. Und der König hat tatsächlich einen großen Elefanten auf dem Boot. Das ist natürlich ein, sagen wir so, ein gezimmerter, gebastelter, selber gebauter Elefant als Symbol der Stärke. Also ist das ganz interessant, was Barbara erzählt, dass die halt auch so auf ihre Elefanten so stolz sind. Ja. Das hat der König tatsächlich dann dort auf seiner Barke. Also die Elefanten gehören schon einfach auch so zum Lebensgefühl dazu. Ja, das sind gleichberechtigte Mitbewohner. Genau, genau. Und dieses Kuomboka-Fest ist wohl in Westafrika ziemlich bekannt. Also die haben tatsächlich, zumindest was man uns damals gesagt hat, auch vor Ort, an diesem Tag auch bis zu 300.000 Besucher für diese kleine Region. Das heißt im Prinzip, diese ganze Region lebt eigentlich davon, dass die Menschen einmal im Jahr dieses Kuomboka-Fest haben und dann ganz viele Besucher kriegen. Wie läuft das dann für die Menschen, die da hinkommen, ab? Also der König fährt dann irgendwie von seinem Wintersitz zu seinem Sommersitz oder umgekehrt. Wie war das jetzt jahreszeitlich? Ist es, glaube ich, dann? Also Jahreszeit ist jetzt so das Frühjahr. Allerdings wird dieses Kuomboka-Fest ist vom Termin her, wird das immer ganz kurzfristig nur bekannt gegeben. Also ich hatte damals auch ganz lange gewartet, bis ich den Flug gebucht habe, weil es ewig gedauert hat, bis dieser Termin feststand. Also ich glaube, wir hatten vielleicht eine Woche vorher dann oder anderthalb, zwei Wochen vorher, haben wir dann auf gut Glück gebucht. In der Hoffnung, dass wir dann an den Tag auch wirklich dann im Barotseland sein können, weil das natürlich auch von der Logistik her ein bisschen schwierig ist. Wir landen in Lusaka und müssen dann mit dem Bus dann nach Westen fahren. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Ne? Wie lang war das dann so mit dem Bus? Also wie viel Reisezeit ist das? Also wir waren damals tatsächlich den ganzen Tag unterwegs. Mhm. Wir sind morgens um 5 an der Bushaltestelle gewesen und haben dann auf den Linienbus gewartet. Der kam dann auch schon um 6, aber der ist dann erst um 10 gefahren, als er voll war. Die warten dann auch so lange, bis jeder Platz besetzt ist. Und dann waren wir am Nachmittag da. Also die Reise ging übrigens auch dann quer durch den Nationalpark. Also auf einer geraden Straße bis nach Westen runter, die auch nicht befestigt war. Also das, was Barbara erzählt hat, das kenne ich schon auch von Sambia. Das heißt, Sie sind auch ein paar Elefanten in die Quere gekommen. Nein, wir haben keine Tiere gesehen. Okay, aber ihr habt in Deutschland gewartet, bis ungefähr der Zeitpunkt gekommen ist, wo dieses Fest sein müsste und seid dann so losgeflogen und habt gehofft, dass es klappt. Ja, genau. Oh Gott. Weil es tatsächlich nicht bekannt gegeben wurde und es wurde dann immer spekuliert und wir haben dann mit den Partnern vor Ort dann täglich Kontakt gehabt per E-Mail. Und die haben dann immer gesagt, ja, jetzt wird das erzählt und jetzt wird das erzählt. Und dann, ja, und dann konnten wir es nachher auf einen Zeitraum von 3 oder 4 Tagen eingrenzen, an denen es stattfinden kann. Und dann sind wir geflogen. Okay. Und dann saßt ihr in diesem Bus morgens um 5 und habt darauf gewartet, dass ihr um 10 losfährt. Seid dann auch losgefahren über den ganzen Tag und hast mit den Füßen geschaut, ob der König schon unterwegs war. Oder wusstest du, er fährt am nächsten? Nein, das wussten wir dann schon, dass das dann stattfindet. Ja, und dann sind wir dann am Vormittag nach Mongo gefahren. Das ist was? Das ist dann die Stadt, wo das... Die Provinzhauptstadt war das. Und von dort ging dann die Reise weiter nach Lea Lui. Muss mal gucken, ob ich das richtige... Ja, Lea Lui. Ich kann es nicht überprüfen, du so kannst mir viel erzählen. Ja, und dort ist dann der König irgendwann tatsächlich aus seiner Residenz rausgekommen und hinter ihm her sein ganzer Hofstaat gekommen. Und dann mussten sich alle auf den Boden knien und wir durften ihn auch nicht anschauen. Und nach meinem Begriff nach waren es viele Menschen, die dort waren. Aber die Menschen, mit denen wir dann dort gesprochen haben, die haben gesagt, das Fest wäre überhaupt nicht gut besucht, weil die Menschen sind wohl
aus Protest dem Fest ferngeblieben. Aus Angst und aus Protest, weil die haben in diesem Jahr tatsächlich auch ziemlich viele Probleme da gehabt. Da gab es im Januar gab's da Aufstände in Mongu, in der Hauptstadt, die sind blutig niedergeschlagen worden von Seiten der Regierung. Und man hat dem König der Losi dann vorgeworfen, er hätte quasi das einfach zugelassen und nichts unternommen, um die Menschen zu schützen. Hätte der die Möglichkeit dazu gehabt? Das kann ich nicht beurteilen. Aha, okay. Also, aber auf jeden Fall waren die Leute sauer. Er hätte was unternehmen sauer, müssen. Ja. Also das ist ja das Volk der Losi, übrigens ein sehr stolzes Volk, also ein sehr, sehr nette und sehr stolzes Volk aber. Und die waren wirklich alle ziemlich, also ich hatte den Eindruck, dass sie sehr traurig und irgendwie deprimiert auch waren nach diesen Vorfällen. Die Leute, die dann doch noch bei dem Fest waren oder der König? Aber mit dem habt ihr nicht sprechen können, oder? Nein, wir hatten Audienz gebeten und normalerweise ist es tatsächlich auch so, dass er Besucher empfängt. Aber der König selber schien auch ein bisschen ängstlich zu sein in diesem Jahr, weil er hatte sehr viele Bodyguards um sich und er hat quasi überhaupt keine Besucher empfangen. Er hat also keine Audienzen gewährt. Mhm. Man hat ihn quasi nur gesehen, als er als Leo Louis aus seinem Palast rausgegangen ist. Dann mussten sich alle hinlegen und man hat eigentlich mehr Bodyguards gesehen als ihn selber. Wir haben tatsächlich nur einen kurzen Blick erhaschen können. Und dann ist er in seine Barke gestiegen, dann ist er über den Zambezi gefahren. Die Fahrt dauert angeblich 6 Stunden. In der Zeit sind wir nach Limolunga gefahren, um ihn dort zu empfangen. Da war dann ein Chor aufgebaut. Und da sind dann auch noch Besucher gewesen und dann ist er dann irgendwann nach 6 Stunden zusammen mit der zweiten Barke und der Königinnenbarke eingefahren. Und das funktioniert dann so, dass er dann einfährt und dass die Barke dann wendet und wieder rausfährt aus dem Hafen und wieder zurückfährt und nochmal wendet. Also 3-mal geht das und jedes Mal werden die Trommeln lauter und die Anfeuerrufe an die Ruderer werden lauter. Das ist halt so eine Tradition. So eine Tradition. Und dann legt er an und dann steigt er aus, geht auf einen großen Festplatz. Und die Leute drumherum jubeln dann auch immer lauter. Genau. Dann sind auch alle sehr festlich gekleidet und dann steigt er aus und setzt sich da, so eine Art Podest aufgebaut und er setzt sich da auf seinen Königsthron und dann wird eine Rede gehalten und in diesem Jahr das ist der Vizepräsident, der hat quasi für den König gesprochen. Und um ihn herum waren halt tatsächlich auch immer noch Soldaten, die da mit Pistolen und Waffen rumgelaufen sind und haben halt dann einen großen Halbkreis immer freigehalten und haben uns böse angeguckt. Und also es war tatsächlich auch ein bisschen bedrückende Stimmung so. Ja, wie blöd, ne? Ihr hattet euch wahrscheinlich irgendwie total darauf gefreut, genau das einfach mal zu sehen und dann ist es genau in dem Jahr komplett anders? Ja, es war anscheinend so komplett anders auch, ne? Also war ja trotzdem, es ist ja nichts passiert, es sind keine neuen Gewaltausbrüche geschehen oder so. Aber es war politisch ein Jahr, in dem es irgendwelche Umbrüche gegeben hat, stand glaube ich auch eine Präsidentenwahl an, oder? Ja genau, die Präsidentenwahl sollte im September stattfinden. Und der Hintergrund von diesen Unruhen, die da im Januar gewesen sind, war wohl der, es gab ein sogenanntes Barotseland-Abkommen. 1964 wurde das mit der Regierung in Sambia abgesprochen, dass quasi dieser Region, dem Barotseland und den Losi, so eine gewisse Eigenständigkeit gewährleistet und auch ein Stück Eigenverwaltung unter der Herrschaft des Königs. Also das war quasi, als das Land gegründet wurde, als es unabhängig wurde, wurde denen schon eine Sonderstellung festgeschrieben in die Verfassung. Richtig, so ist es. Und dann war es aber wohl so, dass die Menschen auch schon alle immer recht unzufrieden waren, weil sie sich irgendwie haben abgehängt gefühlt vom Rest von Sambia. Und dann haben sich Aktivistengruppen gegründet, die gesagt haben, sie wollen die Unabhängigkeit von Sambia und sie wollen aber mehr Einfluss noch auf den reicheren Kupfergürtel haben, auf das Copperbelt und mehr Zugriff auf die Rohstoffe. Und dann andere haben gesagt, sie wollen diese Verwaltungseinheit, wollen sie ganz anders gestalten oder sie wollen Neuwahlen und sie wollen einen neuen König. Also es gab da ganz verschiedene Richtungen. Und im Laufe der Jahre sind die Menschen immer unzufriedener geworden. Und dann im Januar 2011 kam es dann zu diesen Unruhen, weil es anscheinend einen Versuch gab, dieses Barotseland-Abkommen ganz aus der Verfassung von Sambia zu streichen oder auszuschließen. Das heißt, man hätte denen quasi ihre Eigenständigkeit genommen. Das war so der Plan. Und deshalb gab es Unruhen da und Aufstände, genau. Und angeblich die niedergemetzelt wurden. Oder es gab da auch einige Tote, oder? Ja, es ist wohl so gewesen, es wurde zu einer friedlichen Demonstration aufgerufen und dabei gab es dann doch Tote. Ich
also offiziell 4 oder 5. Und inoffiziell waren es aber viel mehr. Wir haben dann mit dem Bischof dort gesprochen, von der Region Duffy hieß der damals. Der dann auch hieß der Duffy? Ja, der hieß Duffy, das war ein Amerikaner. Okay. Ein sehr netter Mann, sehr nah am Volk auch dran. Der lebt mittlerweile leider nicht mehr. Der hatte aber viel mit den Menschen gearbeitet und auch viel mit denen gesprochen. Und der hat gesagt, es ist tatsächlich so gewesen, dass die Polizei und das Militär da diese Demonstration gewaltsam aufgelöst hat und dann tatsächlich auch die Leute bis nach Hause verfolgt hat, weil die das nicht akzeptiert haben, dass die Leute ihre Meinung kundgetan haben. Also es war schlimm, wo wir im März dann da waren, da waren auch immer noch in den lokalen Zeitungen Berichte darüber, dass halt immer noch der ein oder andere im Krankenhaus liegt oder der jetzt dann doch seinen Verletzungen erlegen ist. Und ja, das war schon nicht so schön. Das war dann der Schatten, der über diesem, genau, eigentlich sehr, über diesem Bilderbuchfest. Genau, lag. Das war ein Schatten, der in diesem Jahr über dem Kuhrenburger Fest gelegen hat. Du hattest am Anfang als Stichwort rote Mütze gesagt. Ja, genau. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um nach genau dieser Mütze zu fragen? Ja, die rote Mütze, das ist quasi das Merkmal der Losi. Also an dem Fest, vor allen Dingen alle männlichen Losi tragen diese rote Mütze auf ihrem Kopf. Also wenn sie keine traditionelle, so eine Art wie so eine französische Berry-Mütze haben, dann ziehen sie sich irgendwas Rotes auf den Kopf. Also irgendwas? Ja. Hauptsache es ist rot? Hauptsache es ist rot, ja. Okay. Und die haben Kleider an, ne? Oder wie sieht das aus auf den Bildern? Zumindest die Menschen, die da aktiv die da rudern oder im Gefolge vom König mitlaufen, die haben Röcke an, ja. Witzig, ne? Man denkt immer, dass nur die Schotten das können. Ja, nee, das können die auch. Sehr schön. Aber danach hast du es nie wieder angeschaut. Du weißt nicht, wie das Fest jetzt abläuft. Nein, leider nicht. Barbara, hast du was dazu gehört? Wie ist die politische Lage jetzt? Weil es gab ja zweimal inzwischen, glaube ich, Präsidentschaftswahlen. Und wir haben ja eben in den Länderinfos gehört, es ist irgendwie ruhiger, besser geworden, viele Lehrer, viele Ärzte eingestellt, ja, Lehrerinnen, Ärztinnen. Ich glaube, es bleibt abzuwarten. Es gibt ja einen neuen Präsidenten und was man so hört, ist, dass es erstmal positive Dinge gibt, positive Entwicklungen, aber da, glaube ich, braucht man immer so ein bisschen Geduld und muss wieder ins Land hineinhören, wie sich das dann wirklich so entwickelt. Aber ihr seid euch beide einig, dass dieses Land wunderschön ist, oder? Das ist ein wunderschönes Land und es hat unglaublich viele Schätze. Es ist eigentlich ein reiches Land und es wäre dem Land unglaublich zu wünschen, dass es von seinem eigenen Reichtum mehr profitieren könnte, als es das tut. Also die Menschen müssten davon profitieren können. Ja. Okay. Bilderbücher über Afrika können wir vielleicht demnächst dann mal anders schreiben, wo dann der reiche Minenbesitzer ein echter Sambier ist und seine 18 Kinder gut in die Schule schicken kann. Das wäre schön. Unser neuer letzter Punkt ist der Literaturtipp. Genau. Ich habe ja da unsere Spezialistin gefragt, die Bettina Klubach, die in der Redaktion des Missio Magazins immer diese wunderschöne Medienseite zusammenstellt und da als studierte Literaturwissenschaftlerin auch die neuesten und besten Bücher kennt. Und die sagte mir, ja, da hatten wir was, das ist empfehlenswert. Und zwar eine Schriftstellerin namens Ellen Banda Aku und das Buch heißt Patchwork. Und es ist ein Roman, der beschreibt die Geschichte mehrerer Frauen. Das geht über einige Generationen und fängt an in der Zeit, spielt so Ende der 70er Jahre. Eine Geschichte von Eifersucht, Hass, aber auch Liebe. Also ein dramatischer Roman, der einem das Sambia der damaligen Zeit, glaube ich, gut näher bringt. Und natürlich finden wir einen Link zu diesem Buch in den Shownotes. Ich fand es total spannend und ich denke, wir machen für heute mal Schluss. Ich muss das erstmal so ein bisschen alles verdauen. Sag Danke nach Bielefeld, das es ja gar nicht gibt. Hallo? Und schon ist es weg? Nein, doch nicht. Nein. Ist noch da. Ich dachte, Bielefeld hätte ich verschluckt. Beim nächsten Mal reden wir weiter noch über die Bodenschätze in Sambia. Denn da gibt es noch viel, viel, viel mehr zu erzählen. Denn Kohle gibt es dort zum Beispiel auch. Und Claudia, dir schicke ich liebe Grüße in den sonnigen Norden. Ja, danke. Ich schicke euch die Sonne zurück und auch Grüße. Danke, danke. Die können wir hier gebrauchen. Es regnet. Also wir nehmen diese Folge auf an dem Tag, an dem ganz Bayern bestreikt wird. Es regnet und wir sind alle mit dem Fahrrad unterwegs. Okay.
Und in 2 Wochen hören wir uns wieder, sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal, eure Barbara Brüssler, Brigitte Strauß und Claudia Klein. Tschüss. Tschüss. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.